one love me for my ambition. Easy to dream a dream. But it's like 10 degrees below zero at the snow. Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Und willkommen im nächsten Video der Road to Bamble-Reihe, der Intensity-Will-Reihe. Fuck, es ist viel zu kalt und so viel Schnee. Ich hatte euch ja vorgewarnt, der Winter kommt. So, nachdem ich jetzt gleich irgendwie mein Auto von Schnee befreit habe, werde ich ins Gym fahren und die nächsten zwei Workouts machen. Inkorrekt, ich werde natürlich nur eins von den beiden Workouts machen. Und übermorgen dann das nächste. Intensity-Will zeigt jedes Workout, was ich mache. Und meine Workouts sind immer on, off, on, off, on, off, on, off, on, off und dann bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Und wie die Workouts aussehen, das kennt ihr ja schon von dem Plan. Den habt ihr euch ja bei Facebook downloadet. Falls noch nicht, dann schaut nochmal in die Description, da verlinke ich das nochmal. Und heute stehen Squats und Military Press auf dem Plan. Kniebeuge im 6x2 mit 202,5 Kilos und Military Press im 5x5 mit 67,5 Kilo. Let's go. With my grandfather now. If heaven got a ghetto, they in that part of town. I wonder if it get cold up there in the cloud. Cause down here, Jack Frost ain't fucking around. Even in the summertime, you can feel a wind chill. Shots light up the night, niggas getting it in still. This is where we call home, shit is like a war zone. Try to dress warm, put your long john drawers on. Homie, it's cold. Komm mal kurz zum Feeling vorab. Ich bin müde und ich bin auch echt fatigued, also mein unterer Rücken. Das ist echt noch hart von den Deadlifts. Ich muss mich echt ausreichend warm machen, aber let's go, let's do it. Season out here. You would think that it was winter season, I swear. Everywhere you could turn, the feds and the D's is right there. Shit is like a freaking nightmare. It's so cold in the streets. Yes, sir. It's so cold anywhere that you go. Somebody take me to another. Es ist kalt, verdammte Scheiße, es ist kalt draußen. Und da kommen wir gleich zum ersten Ding, was ich in diesem Voice-Over ansprechen will. Erstmal, ihr seht mich auf diesem Ding, Stepper. Ich step ein bisschen ab. Chippendale-Style. Denn, it's cold outside. Und das ist so, wie gesagt, sehr früh morgens gehe ich trainieren. Also, was heißt sehr früh? Aber für mich ist 9 mittlerweile sehr früh, weil sich mein Schlafrhythmus so an den meiner Tochter angepasst hat, mit meiner Freundin zusammen. Und, ja, es echt mir schwerfällt, lang genug zu schlafen, weil man recht spät dann doch ins Bett kommt, so. Und, na gut, es ist auf jeden Fall früh für mich, einfach nur wahrgenommen früh. Und deshalb bin ich auch immer besonders kalt und deswegen gehe ich jetzt ein bisschen auf dieses Laufband-Ding, mache mich warm, dann mache ich immer noch ein bisschen meine Ellbogen warm, meine Knie warm. Jetzt habe ich hier auch die Ellbogenbandagen angesetzt. Von Athletic Aesthetic, by the way. Und nutze die halt auch noch, damit ich schön warm bleibe. Ja, weil ich einfach nicht so wirklich daran gewöhnt bin, so früh morgens zu trainieren. Und ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, wenn ihr das nicht so wirklich gewohnt seid, dann ist es an sich schon schwierig, aber wenn man dennoch irgendwie 202,5 Kilo beugen muss, dann braucht man halt echt ein besonderes Level an Fokus und auch ein besonderes Level einfach an so bereit zu sein vom Körper her, also ich zumindest. Und umso mehr davon, umso besser fühlt man sich. Und weil ich morgens halt nicht so Bock habe, noch 10 Sprints hinzulegen, damit ich wirklich da bin, wirklich, wirklich, ja, schaue ich halt, wie ich da so bestmöglichst wegkomme, ne? Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier mit 160 Kilo einen meiner warmen Warm-Up-Sätze. Das fühlte sich wirklich noch very funny an. Das sieht man auch so ein bisschen, dass die Form ein bisschen ja, nicht ganz gleich ist. Also sieht jetzt so gleich aus, aber halt manchmal geht der Arsch zuerst nach hinten oder hoch und manchmal nicht. Und ich war noch einfach noch nicht so wirklich da, wo ich hingehöre. Denn der letzte Warm-Up-Satz mit 180 Kilo für 2 und dann gehen wir auf die 202,5. Aber was das größte Problem ist tatsächlich einfach für mich ist mittlerweile, dass ich Probleme habe, eine Position auf dem Rücken zu finden, in der meine Ellbogen halt nicht so wirklich leiden.
Und das ist halt, ich sag mal, der schlechten Mobilität in meiner Schulter einfach geschuldet, dass ich nicht so wirklich nach hinten komme mit meinen Ellbogen, so wie ich es mir wünschen würde, so dass ich wirklich ein quasi Brett bilden könnte mit meinem Rücken, um meine Weights da drauf zu legen. Und so kriege ich ein bisschen Schmerzen im Ellbogen. Und das also zeigt sich dann nachher später natürlich im Benchpress und auch im Ruhezustand. Und das ist halt echt scheiße. Und ich muss schauen, dass ich da irgendwie was für mache, was gegen mache. Also ich mache was dagegen schon, aber halt auch was, was sich schnell umsetzen lässt, damit ich halt im Laufe dieser Vorbereitung nicht am Ende mit einem komplett geschrotteten Ellbogen rauskomme. Ich bin aber gute Dinge, das irgendwie hinzubekommen. Und schau, dass wir zusammenfinden. 5x2 stand auf dem Plan, 202,5 Kilo. Ja, ging. Also, dafür, dass es so früh morgens und so war, ging die halt echt gut weg. Also, ich bin immer noch echt guter Dinge, was den Squat angeht, irgendwie. Der Squat läuft. Klar, die Form ist jetzt nicht 100% perfekt. Jemand hatte auch schon gesagt, dass die Knie leicht nach innen wandern. Das sieht man hier auch. Dass sie definitiv dazu tendieren und ich halt so gut es geht dagegen ankämpfe. Manche kleine Form-Breakdowns muss man einfach immer wieder mal hinnehmen, um halt, ich sag mal, den Krieg zu gewinnen, womit ich halt leben kann, ne? Aber so, ansonsten bin ich echt zufrieden, wie sich das umsetzt und wie ich den Squat performen kann. Im Laufe dieses Videos wird ihr auch den Deadlift sehen und den Benchpress, wie es da so aussieht, aber für den Squat bin ich echt guter Dinge. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich gut gelaunt. Wir kommen auf jeden Fall gleich rüber zum Overhead Press. Und ihr wisst, Overhead Press, genau derselbe Grund eigentlich, warum ich hier auch die Ellbogenprobleme habe. Meine fehlende Mobilität einfach im oberen Oberkörper. Im Oberkörper. Man stelle sich vor, einfach nur die Hände halt über den Kopf heben zu wollen und eine gerade Linie zu bilden, was ich schon halt nicht wirklich hinbekomme. Ich mache viel zu Hause dafür, dass ich halt diese Mobilität irgendwie herstellen kann, sicherstellen kann. Aber ich muss schon wirklich viel machen, einfach nur um die Schäden zu begrenzen. Und dann noch darüber hinaus schauen, dass man wirklich diese Mobilität herstellen kann, ist halt einfach langwierig und schwierig. So 67,5 Kilo, 5x5, eigentlich ist es echt nicht so das allerschwerste Gewicht, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt Probleme habe bei der Performance dabei, weil mein Nacken auch immer sehr hart ist und ein bisschen so die Wege, diese Mobilität auch ein bisschen blockiert, ist es dann doch nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Ich glaube trotzdem, dass ich habe 5x5 gehittet, die letzten sind ein bisschen grindy. Wird man hier allerdings, glaube ich, nicht sehen, weil ich habe nur 3 Sätze aufgenommen, denn irgendwann reicht auch diese. Man kann Military Press richtig beschissen nur aufnehmen. Also ich sehe immer scheiße aus, egal von welcher Perspektive, aber egal. Ja, ich hoffe halt, mir da noch ein bisschen Carryover auf den Benchpress holen zu können. Aber ja, mal schauen, wie das weitergeht und ob ich da die Zahlen hitten kann. Hier sieht man es wirklich nochmal sehr gut. Mein Körper bildet quasi eine Kurve. Das ist halt nicht das, was wir wollen. Wenn ihr das mal mit dem Overhead Press von Tyson so vergleicht oder von anderen Leuten, die wirklich einfach eine Gerade bilden können und dieses Hohlkreuz nicht ganz machen müssen und so, man quasi nachher fast schon eine Schrägbank hat. Naja, whatever. Danach habe ich noch ein bisschen die Waden gehittet mit meiner geplatzten Static-Hose, fuck. Aber dass sie an den Waden platzt, ist halt schon mal echt good news für mich. Egal. Checkt den Rest des Videos. Ich habe das Training überlebt und bin froh, jetzt essen zu können. Heute Morgen, also generell vor den Trainings, esse ich immer ein Porridge mit 50 Gramm Haferflocken und 45 Gramm Whey. Und dann chill ich so eine Stunde und dann fahre ich meistens los zum Training. Hat sich so für mich rausgestellt, dass das genau die Menge ist, die ich vertragen kann, ohne kotzen zu müssen, wenn ich dann den Gürtel tragen muss. Übrigens das mit dem 7 Uhr aufstehen und dann, wie gesagt, diesen Porridge essen. Dann chill ich noch kurz in meiner Kleinen. Und dann zum Training gehen funktioniert sehr gut. Dann habe ich schön den Rest des Tages noch, um an meiner Hausarbeit zu arbeiten. Kleines Update noch zur Hausarbeit. Das Thema hat mein Prof abgenickt. Also es geht um das Ritual von Verno als politische Institution gegenübergestellt dem orgiastischen Zustand von Erich Fromm in der sozialpsychologischen Position. Ohne Kontext macht es sowieso nicht so viel Sinn, dass ich es euch jetzt sage. Aber es geht um postkapitalistische Theorien. Im Grunde geht es darum, wie strukturiert sich Arbeit, Gemeinschaft etc. ohne den Gedanken von dem Volk, was in die Firma geht und aus der Firma wieder rausgeht und Lohn bekommt, der Lohn dann wieder zurückwandert und so weiter, wie wir es momentan nun mal einfach haben. Und das sind Gedanken, die in ein paar Jahren vielleicht mal relevant werden und Philosophen sich natürlich schon lange mit beschäftigen. Es ist zum Beispiel so, dass vermehrt nicht mehr der Begriff Volk benutzt werden sollte für uns, zum Beispiel Personen in Deutschland, sondern eher sowas wie Multitude oder Multitude. Das heißt, wir sind eine Vielzahl aus Einzelnen. Und dann kann es wieder mehrere Vielzahlen geben, zum Beispiel die Veganer oder die Nicht-Veganer. Wobei die Veganer sich als ein kleines Völkchen verstehen würden, sich aber gegenüber Nicht-Veganern abgrenzen. Und was hat das alles jetzt mit dem Ritual zu tun? Das Ritual ist eigentlich schon immer, wenn man mal so an den alten afrikanischen Stamm denkt oder
amerikanischen, das waren ja früher Indianer, die eine Friedenspfeife rauchen. Einmal im Monat oder einmal in der Woche oder so wird eine Friedenspfeife geraucht. Alle drehen komplett durch, um sich dann wieder zu sammeln, gefasst zu sein, nochmal eine Woche oder zwei oder einen Monat dieser Arbeit nachgehen zu können, diesen minderen Sinn zu verfolgen. Und das Ritual lässt sich dem entfliehen. Ich meine, viele von uns saufen jedes Wochenende. Das ist auch ein Ritual, damit man irgendwie die Arbeitswoche aushält. Und so gehst du von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Das Ritual hält dich in diesen Schranken, dass du dein eigenes Potenzial nie ausschöpfst, weil du dich nämlich dadurch, dass du jedes Wochenende so ein bisschen Freiheit erfahren kannst, du dich dann wieder unterbutterst. Naja, das ist ein sehr, sehr deepes Thema. Und nagel mich jetzt nicht darauf fest, was ich gesagt habe, denn das ist wirklich nur ein sehr grober Abriss. Extrem grob. Und ja, es ist viel komplizierter. Es ist immer viel komplizierter. Ich gehe jetzt rein, hol mir was zu essen. Dann wird noch ein Tag vergehen, Restday morgen. Und dann gehen wir gemeinsam wieder ins Gym. Wie immer, Zeitsprung. Sieht man den Rauch? Wahrscheinlich sieht man den nicht. Und ich habe mich gerade zum Idioten gemacht. Es ist, welcher Tag ist heute? Freitag. Und es stehen Deadlifts auf dem Plan, 235 Kilo für Singles, für 5 Singles, Jingles, Singles und Bingles und Benchpress, die 140 Kilo und 5x2, genau wie letztes Mal. Also ich denke, da werden keine großen Probleme aufkommen und beim Deadlift hoffe ich auch nicht, aber wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist es bitterlich kalt und auch schon wieder viel zu früh morgens, aber hey, die Sonne ist draußen und der Schnee ist weg. Alles in allem fühle ich mich schon ein bisschen besser recovered jetzt. Es ist so ein bisschen eine vage Vermutung, aber es fühlt sich so an, als würde ich mich ein bisschen langsam an diese Intensitäten gewöhnen und dass das Volumen nicht sonderlich hoch ist, kommt halt der Erschöpfung mega zugute. Also ich fühle mich halt also schneller regeneriert mittlerweile und halt auch generell ein bisschen fitter. Bin hier übrigens im roten Athletic Aesthetic Tee. Und die Jungs, die gewonnen haben beim Gewinnspiel, schreibt mal in die Kommentare. Die Pakete müssten mittlerweile bei euch angekommen sein. Schreibt mal rein, wenn sie angekommen sind und ob ihr zufrieden seid mit dem Stuff. Also ich fahre jetzt los und wir sprechen uns dann nach dem Training nochmal. Okay, ich habe den Schwierigkeitsgrad erhöht. Ich habe meine Kopfhörer vergessen. Der Moment, wenn du im Auto sitzt und deinen letzten geilen Track anhörst und versuchst, ihn dir ins Gehirn zu brennen, damit du ihn gleich im Training, damit du dich gleich erinnern kannst. Every time I
hit the parking lot, I turn heads. Having money even though the record label ain't pay me my bread. I go get it and come back with it, cause I'm a street nigga. My people need to be fed, I'ma make sure all my people can eat, nigga. And we ain't fucking with clean dinners no more, cause we preach, nigga. But expensive taste, that's the name of the game. Ain't fucking with it if it come cheap, nigga. I got out of jail on July 9th, spent the night in a hotel. The next day I was in a new house, big body in the driveway, bitch. I'm making that mail. I'm gonna see me in a minute. I would've got my weight up and graduated from both Dakota shots like a lieutenant. Now when I slide by, people be looking like, who the fuck is that? Jackals watching, but I'll be the first to show them where they lucky is. It ain't too wise to get too close to me, cause when it get gangster, you'll see me show you how it's supposed to be. I'm here to show my hustle when I get this bread. I don't give them the blues, I give them a brace around they neck from the way that I'm turning heads. Every time we hit the parking lot, we turn heads. Alrighty, though, das Training ist in der Bank und es war fucking anstrengend. Fuck, war das anstrengend. Also die ersten paar Reps Deadlifts gingen. Ich glaube, die dritte war die erste, die so grindy war, dass ich dachte, oh shit. Und da musste ich halt wirklich viel Motivationsarbeit leisten, also mich oft slappen, damit ich irgendwie in den Fokus kam. Am Ende des Tages habe ich aber die 5 Reps mit 235 Kilo auf mein Konto gelegt und bin dann weiter zum Benchpress und da standen die 140 Kilo im 5x2 an. Vorab, die habe ich auch weggepresst, ich habe 2 Sätze davon gesehen, ich habe aber alle gemacht und es hat auch ganz gut geklappt. Aber so ein paar Probleme gibt's schon. Und zwar nach dem Deadlift hatte ich ein übles Ziehen im Bizeps, also wie so ein richtig verhärteter Muskelkater. Und ihr wisst ja, Deadlift, Bizeps, dangerous. Ich muss nachher nochmal ein bisschen die Footage analysieren, inwieweit ich eventuell meinen Arm angewinkelt habe oder sowas, sodass halt wirklich eine große Last auf den Bizeps war. Ich habe dann akut erstmal ein bisschen den Bizeps gedehnt hinterm Rücken und geschaut, ob es da ein bisschen besser wird. Und es hat ein bisschen besser geklappt. Auf jeden Fall hat sich das noch ein bisschen mit in den Bench gezogen. Denn ich hatte ja ohnehin kleine achy Triceps. Und plus diese Geschichte im Bizeps, also das Ellbogengelenk halt, hat dann schon ein bisschen Probleme gemacht. Also ich musste wirklich einen enormen Fokus aufbringen, enorm wirklich sauber und vernünftig Rap machen halt, wie man normalerweise sowieso jede macht. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Damit ich halt halbwegs schmerzfrei und vor allem das Risiko nicht noch erhöht, dass da jetzt irgendwie was wegballert gleich. Naja, am Ende des Tages ist es auf der Bank, aber ich fühle mich wirklich krass fatigued. Also wenn man jetzt mal die erste Woche Revue passieren lässt, die ersten 4 Workouts, ist schon hart anstrengend, in den hohen Intensitäten zu trainieren. Aber wie ihr wisst, ich habe nicht mit hohen Intensitäten vortrainiert, weswegen ich den Intensity Slap ins Gesicht halt schon sowieso als gegeben angenommen habe und jetzt eigentlich gar nicht so sonderlich überrascht sein sollte. Naja, schauen wir, was die nächste Woche bringt. Und nachher hatte ich fast vergessen, ein Big King bitte und ein Whopper. Ah, alles klar. Aber mal so nur for the record. Es macht wirklich Spaß, in so hohen Intensitäten zu trainieren. Vase fragt, wie schaffst du es, so gut zu regenerieren, dass du jedes Training schwer trainieren kannst? Also wenn du nach Regeneration fragst, dann mache ich, glaube ich, nicht mehr als einen kleinen Überschuss zu essen und zu versuchen, gut zu schlafen. Also wirklich irgendwo zwischen 6 bis 8 Stunden Schlaf zu bekommen. Ansonsten generell viel Ruhe zu bekommen. Aber einen Schritt vorher ist es eher eine Frage für dein Gesamtvolumen. Wenn du zu viel Gesamtvolumen machst, dann kannst du ab einem bestimmten Punkt halt davon nicht mehr regenerieren. Und dann schaffst du es auch nicht, jedes Training schwer zu trainieren, weil du halt einfach diese, ich sag mal, Übertraining, Symptome bekommst. Das heißt, wenn du dein Volumen clever dosierst, kannst du jedes Training schwer trainieren und kommst auch mit der Regeneration hinterher. Zweite Frage. Machst du schon immer Effizient Macros? Wenn nicht, glaubst du, dass du mit Effizient Macros besser oder schlechter aufgebaut hast? Also ich mache eigentlich schon immer Effizient Macros. Ich wusste nur nicht, dass es Effizient Macros heißt. Ich habe damals schon geschaut, dass ich mich vernünftig ernähre, dass ich meine vernünftigen Proteins bekomme und Ballaststoffe und Obst und hast du alles nicht gesehen, weil ich aber das für eine gesunde Ernährung gehalten habe. Und dann habe ich trotzdem abends irgendwas Süßes mehr reingefetzt, weil ich halt Bock auf Süßes hatte. Und das Training hat das immer gut kompensiert. Aber so für den breiten Sportler, der breit werden will halt, ist Effizient Macros einfach perfekt. Und nochmal ganz klar abzugrenzen, Effizient Macros heißt nicht, sich halt den ganzen Tag nur mit Scheiße vollzustopfen, sondern halt auch zu schauen, dass man die wirklich wichtigen Sachen deckt und wenn man die gedeckt hat, halt essen zu können, was man möchte. Und wenn man seine Ballaststoffe halt irgendwie mit Kelloggs deckt, mit irgendwie Schokos, was man auch tut, weil da auch, ich glaube, 7 Gramm Ballaststoffe vorne drin sind oder so, dann sind das auch Ballaststoffe und deine Ballaststoffe müssen nicht zwingendermaßen irgendwie aus, sag mir, ein ballaststoffreiches Nahrungsmittel kommen, Leinsamen oder so. Also ich glaube, mit Effizient Macros perfekt gefahren zu sein und so soll es auch weitergehen. Ich muss sagen, meine Wettkampfdiät damals war ja komplett entgegen Effizient Macros. Sie war ja komplett Bro unter meinem Coach und das hat mir einfach nicht gut getan über die Zeit, weil mir einfach so viele Dinge gefehlt haben. Diese Diät wurde einfach so viel härter
einfach dadurch, nicht mal dadurch, dass ich so viel weniger Kalorien essen durfte, aber dadurch, dass ich halt einfach eingeschränkt war in meiner Nahrungsmittelauswahl. Es war die Hölle, wenn du weißt, du kannst nur Reis, Hähnchen und Brokkoli essen und vielleicht irgendwie noch zwei, drei Kleinigkeiten, aber nicht das, worauf du Bock hast. Und eine Wettkampfdiät wäre um einiges einfacher gewesen, auch damals schon, wenn man gesagt hätte, ich kann mir eine vernünftige Pizza da rein fitten, die ich mir halt vernünftig belege oder so, sodass es Sinn macht. Also, if you fit your macros for the win. Dritte Frage, wie kann man nur in jeder Grundübung so stark sein? Was ist das für ein Mutant von Leistung her? On the really, really, ich finde mich gar nicht mal so stark. Ich würde sagen, also ich persönlich habe halt so die Ziele, ich will mal 250 squatten und ich will mal 300 ziehen und ich will mal irgendwie, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich definitiv 180 drücken will jetzt irgendwann mal demnächst. Und so als wirklich, 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 wirklich Langzeitziel will ich irgendwann mal Nady die 200 drücken. Und da versuche ich einfach hin zu trainieren. Im Vergleich zu meinem Körpergewicht, Größe und so habe ich ja eigentlich Average Numbers, wenn man das mal nach oben hin vergleicht. Darauf kommt es aber auch gar nicht an. Es kommt darauf an, dass man zufrieden und glücklich ist. Und ich glaube, das bin ich halbwegs, wenn ich 300 Beugen und 250 Kniebeugen kann. Das soll es fürs Video gewesen sein. Passt dazu, checking out. Peace, Brothers and Sisters.